Hallo meine Freunde, willkommen im Stadion, in der da spielt Ingolstadt. Und wir, der BVB, heute auch, denn wir spielen gegen Ingolstadt und da wollen wir natürlich die nächsten 3 Punkte einfahren. Es regnet zwar, aber das soll uns nicht weiter stören, denn wir sind Platz 1, Ingolstadt Platz 7, also eine richtig gute Saison von ihnen bisher. Wir haben 20 Punkte Abstand auf Verfolger Bremen. Also ist die Saison im Prinzip gelaufen, aber wir müssen ja natürlich trotzdem alles geben. Und zwar ist das Spiel vom DFB-Pokal gegen den FC Bayern, aber da können wir natürlich nicht allzu viel rotieren. Deswegen lassen wir trotzdem unsere Jungs hier ran. Und gegen die Münchner müssen wir uns dann halt was überlegen. Foul Nummer 1 haben wir auch schon gesehen. Ronaldo. Suarez. Schade. Hätte durchaus gefährlich werden können, um die zweite aufs Tor zu laufen. Cardenas. Neymar kann ihn da nicht vom Ball trennen und die Flanke ist nicht schlecht, aber wird geklärt. Und Ronaldo ist schon wieder auf dem Weg. Ronaldo ist unterwegs. Geht am Gegenspieler vorbei. Und Brkić rettet hier vor dem tödlichen Schuss von Suarez. Ronaldo. Eckball, immerhin. Mastur. Neymar. Ah, das war nix. Das kann er besser, hat er auch schon gezeigt, aber es kann natürlich nicht immer so laufen, wie man gern hätte. Pledel. Kommt an Neymar nicht vorbei. Mastur schickt jetzt hier Reus auf die Reise. Was für ein Traumpass. Reus, Suarez, 1-0. Herrlich gespielt. Und Suarez muss das Ding dann nur noch einschieben, macht das natürlich auf eine Art und Weise, die nicht zu halten ist. 1-0 nach nicht mal einer halben Stunde. So kann es gerne weitergehen. Oh, McKenna setzt sich da durch. Pledel. Pledel. Super Pass, aber Pogba klärt. Aber immer noch Ingolstadt. Und jetzt gibt es erstmal einen Einwurf.
Courtois ohne Probleme hier mit diesem Schuss. Jetzt der nächste Angriff. Suarez. Neymar. Ronaldo. 2-0. Kurzpassspiel vom Feinsten da im Strafraum der Ingolstädter. Da auch noch getunnelt und dann das Tor. Klasse gemacht, Ronaldo. Sein drittes Tor im zweiten Spiel. Ronaldo geht an allen vorbei. Und holt dann immerhin den Eckball raus. Oh. Mastur sieht da Reus und der muss es eigentlich machen, aber er macht es nicht. Brkic mit einer klasse Parade. Die nächste Ecke wartet. Mastur. Abgefälschtes Ding, es gibt einen Einwurf. Das war nix. Pausentee, 2-0 zur Halbzeit, hochverdient. Wie auch schon im letzten Spiel mit 2-0 in die Pause gegangen. Jetzt werden wir aber mal ein bisschen wechseln hier. Schuster kriegt wieder eine Chance. Mastur kriegt eine Chance, sich zu beweisen. Und ich würde Sanchez gerne wiedersehen für Suarez, nee, für Reus. Sanchez, der ja eine super geile Hinrunde gespielt hat. Gucken wir mal, ob er die Hinrunde auch in der Rückrunde wiederholen kann. Bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Ronaldo! Oh, leeres Tor, ey. Sanchez. Abseits, oh Mann. Oh Gott, Vallejo, das war nix. Da sehen wir es, am 11. Februar 2020 geht es gegen die Münchner in der Allianz Arena. Das haben wir ja in der Hinrunde, genau dieses Spiel hatten wir ja in der Hinrunde. Das ging ja ganz, ganz knapp noch mit 2-1 aus. Deswegen schauen wir mal, was wir jetzt im DFB-Pokal leisten können mit einer dezent veränderten Mannschaft. Aber qualitativ einer deutlich besseren. Eckball. Mastur. Suarez, Pogba mit der Drehung, Pogba mit dem Schuss, aber nicht mit dem Tor.
Sanchez geht stark vorbei. Sanchez. Oh. Nächste Ecke. Wir bleiben auf jeden Fall mal im Ballbesitz. Und wieder Brkić mit einer klasse Parade. Pogba. Pogba. Nochmal Pogba und wieder nichts. Kommt Ronaldo da dran? Nee. Oh, das ist ein Foul. Es wird wahrscheinlich auch eine gelbe Karte geben. Und so ist es. Für Mastur, der ein bisschen übermotiviert da an die Sache rangeht. Sanchez. Schade. Schöne Kombination. Der Suarez hat da viel Platz, aber versenkt ihn nicht. Suarez. Oh, böses Foul von hinten rein. Das ist mindestens gelb. Und es gibt glatt rot für Dedwinho. Dentinho. Glatte rote Karte. Böses Foul. Hier sehen wir es da. Verliert den Ball und rächt sich da dran. Oh. Das tut weh, wenn man sowas sieht. 34 Meter ist natürlich eine Distanz für Cristiano Ronaldo. Wobei, das kann Suarez natürlich auch schon gut. Und Pogba auch. Ey, leck. Was für Werte. Wir lassen mal Suarez. Hä? Okay, dann halt Ronaldo. Oh je, das war nix. Oh, jetzt ist das Pfeifkonzert natürlich da. Nach dieser roten Karte. Aber ich denke, das war es 2-0. Ein relativ normales Ergebnis. Dafür, dass hier so zwei Mannschaften aufeinander prallen. Aber geht natürlich auch voll in Ordnung. Wobei geht hier vielleicht doch noch was. Ja, 3-0. Schon besser. Können die beiden, Ronaldo und Suarez, noch Marco Reus einholen oder vielleicht einer von beiden Top-Torjäger werden? Wir werden es sehen in 15 Spielen. Wir sehen uns im nächsten Spiel erstmal. Bis dann und tschüss.